Salve a tutti quanti terrestri, ci rivediamo dopo 30 anni sempre in giro per il mondo a fare musica in posti più assolutamente impossibili, in quelli possibili è troppo facile e le cose facili per noi non sono quelle giuste. Auf zusammen, salut! Wir wieder mal unterwegs, wieder mal in Bern, Gast hier auf der Durchreise zwischen Himmel und Erde, wie immer. Gerade am Arbeiten online, da wo ich abends schlafe, Gast beim besten Freund von mir, mein Perkussionist Stefano live auch dabei, nächstes Wochenende, 30 Jahre im Downtown Club in Bern, absolute schwarze Perle in Bern für diese Events mit den speziellen Gästen aus der ganzen Schweiz. Schädelleuchten wird anwesend sein, Hemi singt, JC Knight für die After Hour, illegal natürlich wie immer. Ich freue mich, euch wieder mal zu sehen. Und es wäre super, wirklich super. Ihr wisst, wie ihr mich finden könnt, online immer über www.xcbcx.jimbo.com. Ich tauche wieder schnell ein. Ich muss schnell den Code eingeben. So. An der Kamera haben wir natürlich. Stefano. Stefano, genau. Ihr habt ihn gehört, ihr werdet ihn sehen. Die hat mich schon manchmal gesehen, über verschiedene Kontinente, immer wieder. Jetzt bin ich eigentlich nur 30 Jahre unterwegs und ich bin überhaupt nicht müde. Im Gegenteil, ich bin jetzt erst warm gelaufen. Jetzt geht die Party nämlich richtig los. Hexadels, die neue CD, die draußen ist, die 27. von mir, wie immer, nie käuflich, weil wir sind nicht käuflich. Wir brennen lieber irgendwo auf einem Scheiterhaufen bis zum letzten bitteren Ende, lachend natürlich, als dass wir irgendwo mitmachen. Immer unterwegs mit mindestens 28 km pro Sekunde um die Sonne herum. Wir sind ja nie still, wir sind ja immer im ewigen Flug. So, jetzt habe ich den Gold wieder gepusht. Jetzt bin ich drinnen. Mal schauen, wer mir heute alles geschrieben hat. Durchschnittlich täglich über 100 Besucher. Das ist immer wieder schön. Und auch danke vielmals für all die, die mein Video runtergeladen haben in den letzten 10 Tagen. Ich hoffe, ihr spielt das irgendwo an einer Party. Ist ein Geschenk für die Menschheit. Heute ist der 22. Juni übrigens. Der richtige Tag von meinem 48. Geburtstag. Die Party ist am Samstag, haben wir ein bisschen alles aufs Wochenende verschoben. Da können natürlich auch alle Künstler, die auf dem Line-Up sind, auch ganz sicher kommen. Es wird eine harte Cyberpunk-Party geben, à la Prodigy, 200%ig, ab 40-jährig, also nicht bei schwache Nerven, ist ganz klar. Schwache Nerven, die haben genug andere, wunderbare, schöne, super Lokale, die sie können besuchen können, wo sie nicht Angst müssen haben, dass sie keine Angst haben. Ich hoffe, ihr verfolgt mich online immer wieder. Radio Rabe-Sendungen könnt ihr ja gerne hören. Einerseits das Multiversum am Freitagabend oder am Sonntagabend beim Hemisync. Das ist www.rabe.ch. Ein guter Sender für Schweizer Qualitäten, der langsam sich entwickeln ist, nach 15 Jahren Erfahrung. Das ist auch schon eine lange Zeit. Aber wenn man immer wieder auf der Bühne ist, so wie ich, ca. 2000 Stunden im Jahr an den verrücktesten Orten. Weiss man nie, wo man herkommt. Jedoch, das Leben ist so ein schöner Trip. Eigentlich sauer, das Leben, wie der Regen manchmal. Jedoch, die Säure verschmilzt eigentlich alles im Universum. Oder es löst eben den auf. Für alle Ewigkeit. So wie ich es erlebe, persönlich. Ich bin frisch verliebt übrigens. Karmische, grosse Liebe. Schon zum fünften Mal in einem fünften Leben, wo man sich wieder trifft, kann ich nur sagen, was will man noch mehr? Musik, Schwingungen, Emotionen, Gefühl, Poesie, Lust, Freude und den Rest kann man sowieso küdern. Eigentlich hätte ich auf dem Bantiger sein, aber wie ihr seht, wir haben ja noch halb Winter, mitten im Juni. Richtig. Leider ist es halt im Moment ein bisschen verschoben. Wir werden das nächste Woche, wenn die Sonne vorkommt, nachholen. Ganz bestimmt. Poi, si parte in Italia. Ich habe schon ein paar Anfragen von Goaland.
Turin, Bologna, große Partyorganisatoren im Bereich Gothic, Cyberpunk und Goa, Psychedelic Trance. Natürlich werde ich mit meinen Musikern vorbeigehen. Sicher nicht alleine, nicht mehr alleine, da wir ein super Team sind im Moment. Und das den Leuten auch sehr gefällt, wieder ein bisschen mal richtig warm und heiß, archaisch einzuheizen. Mainstream haben wir ja genug, da werdet ihr mich garantiert nie finden. Auch nachdem dass ich beim JP Love Gast war, in seinem neuen Channel JP's Friends auf City Channel One in Zürich über Blue Wind TV, habe ich auch dort öffentlich gesagt, vermarkten, nein danke, meine Sachen könnt ihr einfach bis hin in den nächsten 30 Jahren einfach live sehen, für die, die Lust haben. Bei uns ist nichts obligatorisch, aber bei uns ist immer die Gefahr, dass es sehr, sehr heiß wird, also schützt euch vor der Hitze, wenn ihr vorbeikommt. Schaut, dass ihr nicht zu viel Wanne habt und vor allem die, die schwache Nerven haben, kann ich nur sagen, es kann gefährlich werden. Ich hoffe auf jeden Fall, weiter so zu machen. Ich danke euch von ganzem Herzen für die letzten 30 Jahre, wo ihr immer wieder irgendwo auftaucht seid. Egal auf welchem Kontinent, in welcher Galaxie oder in welcher Dimension, dass wir uns getroffen haben. Es war geil. Ich habe mich aufgewärmt. Es hat mir Freude gemacht. Und das Mal, am nächsten Samstag, gibt es die erste Runde für alle zusammen gratis zu trinken. Yeah, das haben wir dann gehört, hä? Das gilt, das ist offiziell. Ich habe das mit dem Johann, mit dem Chef, schon abgemacht. Er hat das unter Kontrolle, er weiss schon, wer was und klar. Wieso. Klar, es gibt halt einfach Mineralwasser oder Bier in diesem Sinn und nicht gerade die teuersten Getränke, aber die könnt ihr dann auch noch geniessen und euch mixen. Wir werden Leute haben, aus der ganzen Schweiz, ganz sicher, und um den umgehenden Ländern, aus dem Bereich Cyberpunk, Gothic, Heavy Metal, Goa, Psytrance, Fetisch und sogar natürlich vollkommen die ganz, ganz abgefahrenen alten Acid Freaks werden auch vorbeikommen. Wir werden auch einen Limousinenservice haben, für private Gäste, VIPs und ganz sicher 3 Taxi zur Verfügung. Für den Taxiservice, für die, die einen weiteren Weg haben und dementsprechend die vielleicht am Morgen, früh, nach der After Hour oder sogar am Mittag noch rum sind und sich heischauffieren lassen. Also, wir haben alles gedacht, wie immer, Fuego Astral. Ehi suoi amici, a livello internazionale, in questo momento, appunto, in Svizzera, come ho appena spiegato al nostro pubblico di questo paese, che anche da tanti anni che ci segue. Ci rivediamo sicuramente dal 2 luglio quando rimpatrio nuovamente in Italia dalle parti bergamasche per ragioni da un punto un po' di vacanza che ci vuole, un mese devo fare un piccolo stop e poi dopo si ricontinuerà, sono giusto in contratti con gli organizzatori di Goaland, non so se li conoscete, a parte che mi sto anche fusionando con diversi gruppi rock musicali per combinare i due mondi nuovamente per un seguito forse un pochettino più spinto di quello del passato, più approfondito, meno commerciale, ma non vuol dire meno artisticamente più maturo. Vi ringrazio di tutto cuore che avete seguito questo piccolo video su YouTube fatto dal mio percussionista Stefano, un grande maestro da suoni veramente profondi, dalle radici da una parte molto cubane, dall'altra dall'India, una fusione combinata con jazz, europeo e americano, stili di musica che si stanno fusionando sempre di più a livello etnologico, sempre con la base rock che in fondo la vita è rock and roll, non si può dire niente, combinato per gli stili da trance, per gli stili da disco, per gli stili da ascoltare. Sto giusto lavorando adesso dopo il mio nuovo video che vedete già su YouTube da scaricare gratis, un nuovo prodotto un pochettino più trip hop in combinazione rap, jazz con influssi diciamo australiani se volete così, che però è cantato anche quello in italiano perché dobbiamo vedere di prima far capire certe cose a una delle nazioni di questo pianeta che ha veramente una lunga storia, che sono gli italiani, a parte i cinesi, sono i due unici rimasti veramente in piedi da millenni come imperi su questo pianeta, mentre che tutti gli altri sono andati
a quel paese. Ma comunque i nuovi giovani nazioni devono anche imparare, allora bisogna avere un pochettino una spinta da campioni, campioni del cuore, campioni dell'amore, campioni allucinati di emozioni, perché penso che l'emozione e il piacere che vale molto di più che solo la stupida intelligenza, se si può dire così. E noi come musicisti dobbiamo avere un flusso, dobbiamo avere un ritmo, dobbiamo avere una carica e darlo... Anche un minuto! E darlo un minuto di film! E darlo naturalmente al nostro pubblico. Come avete sentito, il tempo sta scadendo in questa emissione visuale. Vi saluto. Ci sta una mitternacht. Und weiter so, das sind die Geister, die es geht, die ich kenne. Und danke, dass wir zusammen Party haben. Tschüss zusammen.